als Werner Saalfeld. Bitte schön, zu uns auf die Bühne. Sepp Schauer, unser Alfons Sonnenbichler. Und unser Joachim Leetsch als André Konopka. Drei Männer sind jetzt mit mir auf der Bühne, bitte. Ich komme mal hier in die Mitte. Meine Lieben, ihr seid ja quasi die Eckpfeiler der Serie. Dirk, Sepp, ihr seid von Anfang an mit dabei, erste Folge. Ja, ich komme zu dir. Joachim, du bist ein bisschen später gekommen, aber gehörst auch schon zu den Darstellern, die am längsten mit dabei sind. Ich bin auch schon eine Ecke. Ich bin auch eine Ecke. Ja, wir sind eine Dreieckserie. Genau. Dirk, von dir weiß ich auch noch privat, dass du gerne zwischen den Drehs und in der Maske und am Flur gerne singst. Du hast ja auch diese tolle, tiefe Stimme. Ja, wenn ich nicht falsch singe. Das macht nichts. Möchtest du uns vielleicht etwas Kleines trällern? Was trällern? Ma pensiero sulla linorote. Dankeschön. Musstest du schon mal in einer Rolle singen? Ja, ja, Musical schon, ja. Ah, welches Musical hast du gespielt? Das ist ein deutsches, gibt 8 auf Amelie, den habe ich aber, das Kiss Me Kate. Das ist wunderbar. Das war so ein Zorbas, der Grieche. Aha, super, wunderschön. Ja, ein anderer, der ist auch sehr talentiert, der Sepp, der singt auch, das wissen wir. Warte, Mikrofon, gehen wir weiter. Du machst auch alljährlich dein eigenes Programm. Du hast gesagt, du hast jetzt noch eine Vorstellung von Sturmwarnung Nummer 5. Sturmwarnung Nummer 5 am 5. Mai. Am 5. Mai, ja, in Unterhaching in Kubitz. Das aber leider ausverkauft. Ausverkauft. Aber es kommt ja nächstes Jahr dann Sturmwarnung Nummer 6. Es kommt Ende dieses Jahres wieder ein Weihnachtsprogramm noch, aber nur so ein Best-of. Und nächstes Jahr kommt dann wieder ein neues Programm. War schon jemand mal dabei beim Programm von Sepp? Ein paar. Ja. Das ist wenig. Das können vielleicht noch mehr werden. Aber die, die in München und in der Umgebung wohnen, die können auf jeden Fall mal kommen. Wie ist denn das für dich, wenn du drehst und das Programm vorbereitest, probst und dann die ganzen Auftritte, die sind ja nicht nur in München, sondern du musst halt auch fahren. Ist das sehr anstrengend oder macht trotzdem so viel Spaß? Ja, es ist natürlich, es ist anstrengend, wenn man 5 Tage dreht und dann auch noch 2 oder 3 Vorstellungen am Wochenende hat. Aber es macht halt auch so viel Spaß, vor Leuten zu stehen und denen was zu erzählen oder was vorzusingen. Es ist einfach, das entschädigt für vieles. Es ist mehr Freude als Arbeit. Dankeschön. So, Sepp, ich bitte dich, das Mikrofon weiter zu erreichen. Ich komme zum Joachim. Joachim, von dir weiß ich auch noch, dass du früher gern mal Kampfsport betrieben hast. Ja. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Also so Kampfsport ist ja auch für Frauen gut, so ja. Ein bisschen. Ihr bleibt noch bei uns, gell? Ja. Kampfsport ist ja auch für Frauen durchaus ganz gut, so unbedingt, Selbstverteidigung. Ja. Nehmen wir mal an, ich hätte einen Mann, den ich nicht habe, aber der kommt. Hast du nicht? Nein, noch immer Single. Ja. Schade. Oh. Ich bin schon besetzt. Und der würde jetzt betrunken am Abend nach Hause kommen, ja. Gibt keine Ruhe. Ja. Wie kriege ich den ins Bett? Gibt es da einen Griff, wo ich den einfach mal abschalte? Ja, da ich ja weder singen kann, noch Bauchtanz, ja. Versuchen wir das mal. Ja. Da suche ich mir mal einen robusten Mann hier ab. Ja. Welche Kampfsportart ist das, die du da früher gemacht hast? Ich habe gemacht Ringkampf, Karate, Taekwondo. Also legt euch nicht mit Joachim an. So, und ich zeige euch das mal, wie ihr euren Mann ins Bett legen könnt. Welcher starke Mann macht Florian, mit? Möchtest du das machen? Du darfst mich hauen. Okay. Ja, ist jetzt ja. Ich halte ich bin jetzt gut. Die Frau, ja. Der Florian darf mir jetzt mal nicht so doll aufs Kinn hauen. So, nur Florian, komm mal her. Ja. Oh, alles okay? Der Florian hat sich selber hingelegt. Okay, dann bin ich jetzt nicht betrunken. Jetzt ist er nicht betrunken. Okay, wir machen es noch einmal. Ich rette mich. Oh, wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alles okay, Florian? Ja, ich habe das gesehen, wie es geht. Immer schön die Augen zu halten. Komm mal her. Ich mach's noch mal langsam. Jetzt reicht's.
Den Armen wollen wir jetzt nicht so oft aufs Kreuz legen. Vorher nicht nochmal? Ist gar nicht gut. Alles klar. Habt ihr es gesehen? Ja, super. Dankeschön. Und wir kommen nochmal zu allen dreien. Kommt nochmal zu uns, bitte. Ich gebe dir kurz mal das Mikrofon. Also bei einer Serie, die täglich ausgestrahlt wird, ich vergleiche das immer so, ein Drehjahr für einen Charakter ist quasi wie 7 Menschenjahre. Man erlebt ja so wahnsinnig viel in einem Jahr, so wie bei Tieren, Hunden und Menschen, genau, mal 7. Ihr seid schon so lange dabei, habt ihr trotzdem noch eine Lieblingsgeschichte, habt ihr ja schon alles Mögliche rauf und runter gespielt. Dirk, eine Lieblingsgeschichte, die du gespielt hast beim Sturm. Es gibt so viele Liebesgeschichten. Eine Lieblingsgeschichte. Eine Lieblingsgeschichte, mein Gott, da müsste ich, das sind von 8 Jahren, müsste ich das alles rekapitulieren. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass ich eine richtige Lieblingsgeschichte hatte, sondern es ist eine... sehr Schwieriges zum Drehen, was sehr Lustiges, was? Oder Werner sehr gefordert war. Nein, ist so viel. Es ist wirklich wahnsinnig viel. Das habe ich gehört. Ins Wasser. Genau. Ja, oder das war schon ein toller Dreh. Ja, da war ich so verzweifelt, dass ich den König Ludwig nachgespielt habe. Das war doch was Besonderes. Ja, das war schon was Besonderes, weil es war sehr kalt. Oh. Wie viel Grad hat es da gehabt? Ich weiß ja nicht mehr, 12 oder 10 oder... Und wie oft musstest du ins Wasser? Ich war eigentlich sehr gut vorbereitet, nur einmal. Bravo. Dankeschön, Dirk. Sepp, du hast ja auch so wahnsinnig viel erlebt. Ja. Deine Lieblingsgeschichte beim Sturm? Ach, bei mir ist es noch gar nicht so lange her, das war diese Testamentsgeschichte, weil das waren doch 10 völlig verschiedene Aufgaben, wobei ich ganz große Unterstützung hatte. Die Sabrina oder die Sarah hat mir bei 3 oder 4 Aufgaben geholfen und das war schon schön zu spielen. Das war auch abwechslungsreich, alles Mögliche, ein Fremdgehen, was mir natürlich wahnsinnig schwer gefallen ist. Aber ansonsten auch schöne Aufgaben gespielt. Da muss man auch sagen, danke an unseren Chefautor, den Peter Süß, der sich auch all das einfallen lässt. Ja. Und Joachim, deine Lieblingsgeschichte? Ja, meine schönste Geschichte war, als ich zusammen mit Barbara von Heidenberg versucht habe, den Werner zu vergiften. Das war auch sehr lustig und schön zu spielen, praktisch, ja. Und er dann mit mir, er war dann ja ein bisschen verwirrt und mit mir Schach gespielt hat und er das Pferdchen nahm und machte hoppe, hoppe. Das war sehr lustig. Dirk, das war aber nicht deine Lieblingsszene. Nein, ich muss ja sagen, bei den vielen Geschichten, die ich gespielt habe, ist mir die entfallen. Aber wenn Sie auch gerade die das ist das Gift. Erinnert, war sie schon sehr lustig. Das stimmt allerdings. Ich habe auch noch eine, ich muss das jetzt schnell sagen, eine der schönsten Szenen, die wir gespielt haben, ist, als er meine Julia war, als wir Romeo und Julia gespielt haben. Und das war wirklich sehr, sehr witzig beim Drehen und auch in der Ausstrahlung. Super, ich danke euch. Bitte setzt euch auf und wir kommen zu den...